Wie ihr ja schon wisst, sind wir am 3.4.2019 nach unserer Überfahrt von Portimão in La Graciosa gut angekommen. 3 Tage haben wir den Winzling der Kanaren hier erkundet. Nun ist es aber Zeit für Lanzarote. Vor 35 Jahren waren wir auf Lanzarote zum Tauchen. Nun auf eigenem Kiel an den Ort zurückzukehren, ist für uns etwas ganz Besonderes. Nach dem Verlassen von Caleta del Sebo beschert uns der kräftige Nordostwind eine Rauschefahrt vorbei an der Ostküste Lanzarotes. Lanzarote, die nordöstlichste Insel im Kanarenarchipel, liegt rund 80 Seemeilen vor der marokkanischen Westküste und ist 550 Seemeilen vom spanischen Festland entfernt. Die autonome Gemeinschaft der Kanaren besteht aus 2 Provinzen. Die östliche Provinz Las Palmas besteht aus Gran Canaria, Fuerteventura und Lanzarote. Zur 2. Provinz, Santa Cruz de Tenerife, gehören die westlichen Inseln, also Teneriffa, La Palma, La Gomera und Hierro. In dieser Jahreszeit ist es hier auf den Inseln ruhig und nicht nötig, sich einen Liegeplatz in der Marina vorher reservieren zu lassen. Sind doch die Boote der Transatlantikfahrer alle längst in der Karibik. Natürlich könnte man sich etwas mehr Flair oder Romantik in einer Marina wünschen. Der gute Service, die Sauberkeit und nicht zuletzt die Sicherheit am Steg können uns aber überzeugen. Wir fühlen uns hier recht wohl. Es ist alles, was wir brauchen, fußläufig oder mit dem Rad zu erreichen. In der im Marina-Komplex befindlichen Touristeninformation ist auch ein Autovermieter, wo wir uns gleich einen Wagen für eine ganze Woche mieten. Bevor wir uns auf die ausgetretenen Touristenpfade begeben, sehen wir uns erst einmal die Stadt an. Wohltuend fällt auf, dass es in Arrecife und überhaupt auf der ganzen Insel nur ein einziges Hochhaus gibt. Es ist das Arrecife Grand Hotel und Spa. Direkt an der Promenade gelegen, nicht weit von einem Strand, ist es von weitem gut zu erkennen. Es gibt einige Orte auf Lanzarote, die jeder Besucher gesehen haben muss. Heute fahren wir in die Feuerberge, den Timanfaya Nationalpark. Hier wird publikumswirksam demonstriert, wie heiß noch immer das Lavagestein im Untergrund ist. Das Gebiet des Timanfaya Nationalparks, das wir jetzt besuchen, Las Montañas del Fuego, liegt im Südwesten der Insel und nimmt einen kleinen Teil der 172 Quadratkilometer großen Fläche ein, die mit vulkanischem Gestein bedeckt ist, das von den Ausbrüchen aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammt. Zwischen 1726 und 1730 herrschten starke Erdbeben und unterirdisches Grollen, das bei den Einwohnern Panik hervorrief.
Das war der Anfang des wichtigsten vulkanischen Prozesses in der Geschichte der Kanaren. Nach dem Besuch des Timanfaya-Nationalparks steht der Ausflug zum Aussichtspunkt Mirador del Rio auf dem Programm. Dieser spektakuläre Hotspot wurde von César Manrique gestaltet. Der 1992 in Tajiche bei einem Verkehrsunfall verstorbene César Manrique war Lanzarotes größter Maler, Architekt, Bildhauer und Umweltschützer. So hat die Insel ihm den gezügelten, die naturschonenden Tourismus zu verdanken. Überall auf der Insel begegnet man seinen Kunstwerken und Installationen. Vorbei an Playa Honda und dem Airport geht es mit dem Rad nach Puerto del Carmen. Aus dem ruhigen Ferienort hat sich in 35 Jahren eines der angesagtesten Touristenzentren der Insel entwickelt. Für uns ist das nix. Aber den Hafen wollen wir uns dann doch einmal ansehen, ob er vielleicht für uns interessant sein könnte. Der Hafen Puerto del Carmen macht auf uns keinen besonders einladenden Eindruck. Für kleinere Boote bis etwa 10 Meter sind vielleicht einige Liegeplätze vorhanden. Es wirkt aber alles sehr eng und durch die Touristenausflugsboote auch sehr unruhig. Nach der Rückkehr in die Marina freuen wir uns auf einen süß-sauer abgeschmeckten Paprika-Bohneneintopf. Frischer Cilantro, also Koriander, verleiht der Köstlichkeit eine besondere Note. Der 25.04. Wir sind fertig zum Auslaufen. Ich habe gerade gefragt, dass wir an die Tankstelle können und wir werden jetzt den schönen Liegeplatz hier in Lanzarote verlassen. Wir sind wieder auf Tour, haben Arrecife verlassen, liegen hier gut am Wind, 12 Knoten aus 120 Grad, die Genua zieht uns schön voran. Es ist gemütliches Segeln, tiefblaues Wasser. Hier drüben ist gerade der Flughafen von Arrecife. Da kommen die Flieger hier rein. Völlig ruhige See. Genießen es unglaublich, wieder mal hier draußen zu sein. Und alle Tristesse ist schon wieder weg. Ja, im absoluten Grauen. Wolken sind wir ausgelaufen und kamen sich vor wie in England. Jetzt sind wir 5 Minuten aus Arrecife raus, haben eine ganz, ganz leichte Brise, fahren hier 4,1 über. Vier Knoten haben wir doch. Fahren wir jetzt hier nur unter Genua. Heutige Tour, 12 Meilen ungefähr. Wir haben die Hälfte, haben wir leider schon, aber das ist okay. Heute gibt's klassisches Kartoffelgratin. Mit einem Gemüsehobel schneide ich die Erdäpfel in feine Scheiben. Danach werden sie in eine Pfanne geschichtet. Mit Schmand, Salz und Pfeffer abgeschmeckt, kommt das Ganze für 20 Minuten in den 200 Grad heißen Ofen. Das sieht lecker aus. Selbstgemachter Spitzkohlsalat passt prima dazu. Nur das Fleisch ist noch auf dem Grill.
Puerto Calero ist eine große, privat geführte Marina, bietet 225 Gastliegeplätze und alle Art von Service. In den nächsten Tagen machen wir noch verschiedene Ausflüge über die Insel. Ins Tal der 1000 Palmen, nach El Golfo und der grünen Lagune, suchen dort am schwarzen Strand nach Olivinen lassen uns von den Lavaformationen und der pausenlosen Brandung des Atlantiks faszinieren. So könnte es noch wochenlang weitergehen. Aber wir wollen ja auch weiter. Guten Morgen, ich habe gerade ausgecheckt bei Alex, bin jetzt auf dem Weg zum Boot. Wir haben 3 Tage hier gelegen, es war sehr schön, es war sehr ruhig. Kaum haben wir den Hafen verlassen, sehen wir auf dem AIS-Plotter das Boot eines ehemaligen Stegnachbarn, der gerade zu seinem Turn nach Madeira aufgebrochen ist. Wir wünschen uns über UKW eine gute Fahrt und er meinte so, wir sollten doch bei dem schönen Wetter vor Papagayo ankert gehen. Das wäre doch so schön da. Warum eigentlich nicht? Wir haben keine Verabredungen oder Termine. Das ist die Punta Papagayo. Und hier beginnen die Strände. Der erste kleine, da hinten kommen die anderen. Ja, es ist immer wieder ein spannender Moment, wenn man an einen unbekannten Ort ankommt und eine vernünftige Ankerstelle sucht. Nach 6 Meilen fällt der Anker auf 6 Meter ins glasklare Wasser. Der Ankergrund ist steinig mit sandigen Stellen. Das Wasser ist recht frisch, als ich den Anker kontrolliere. Er liegt nicht optimal, aber die Kette ist unter einigen Felsen so gespannt, dass wir auch bei auffrischendem Wind sicher liegen werden. Es ist ja noch früh im Jahr und so haben wir die Bucht für uns ganz allein. Frühstück nach einer ruhigen Ankernacht vor den Papagayo-Stränden. Der Wind war ständig um die, na, sagen wir mal, zwischen 10 und 22 Knoten. Man merkte das im Schiff selber gar nicht, nur man durfte nicht unter der Kuchenbude hervorlugen. Da flog einem nämlich dann das Toupet weg. Das war also schon richtig heftig. Nein? Es ist mittlerweile Anfang Mai. Lanzarote hat uns sehr gefallen.
Die kolossale Natur mit ihrer scheinbaren Einöde hat für uns etwas Grandioses. Es waren so viele Eindrücke, dass ich sie in einem kurzen Film wirklich nicht abschließend dokumentieren kann. Daher unser Tipp: Fahrt hin zu den Feuerbergen im Atlantik. Es lohnt sich. Nächstes Ziel soll Fuerteventura sein. Seglerisch wohl nichts Besonderes. Nur brauchbare Häfen, das ist da so eine Sache. Ich denke, ich höre mich mal um bei Kanaren erfahrenen Stegnachbarn. Wie das wohl weitergehen wird, seht ihr in Episode 28. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute, eure Mola Molas.